Das Landesklinikum Mödling bietet Patienten seit dem Jahr 2011 die Möglichkeit zur operativen Versorgung in einer interdisziplinären Tagesklinik. Das Angebot wird mittlerweile von mehr als 2500 Patienten pro Jahr in Anspruch genommen. Die Patienten sind in der Regel berufstätig und schätzen, dass sie einen kurzen stationären Aufenthalt nur haben. Das heißt, in der Früh kommen und am Nachmittag, spätestens am Abend, wieder nach Hause gehen. Und vor allem, es geht um kleine Eingriffe, die auch rasch erledigt werden können. Und dabei reicht das Spektrum von unfallchirurgischen Operationen wie Arthroskopien über Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, interne Medizin und Augenheilkunde bis hin zu urologischen Eingriffen bei Kindern. Wir sind die operative Infrastruktur für verschiedene chirurgisch tätige Abteilungen, mit denen wir eine Kooperation haben. Diese Abteilungen untersuchen und klären ihre Patienten ab, stellen die Notwendigkeit für eine Operation fest und melden dann diese Patienten an unserer Einrichtung zur Operation. Und nach Terminvereinbarung sowie pünktlichem Erscheinen am Tag der Operation erfolgt schließlich die Aufnahme. Neben kurzen Wartezeiten profitieren die Patienten auch von der gesamten Infrastruktur des Klinikums, die Sicherheit bei Komplikationen gibt. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Für das Krankenhaus sind die Vorteile auf der Hand. Wir mit der gleichen Bettenanzahl können wir mehr Patienten versorgen und die Patienten müssen nicht unnötigerweise übernachten im Krankenhaus, um versorgt zu werden. Aktuell stehen in der Tagesklinik 16 Betten zur Verfügung. Bei der Vorbereitung der Patienten wird besonderer Wert auf die Aufklärung gelegt. Diese umfasst nicht nur den stationären Ablauf, sondern auch ausführliche Erklärungen über das richtige Verhalten nach der Operation und die erforderlichen Medikamente. Der Patient bekommt schon im Vorfeld bei der Aufklärung die Rezepte ausgestellt und kann sie schon im Vorfeld einlösen und hat bei der Entlassung dann nicht den Stress, dass er noch eine Apotheke aufsuchen muss. Bei der Operationsvorbereitung spielt auch der Komfort für den Patienten eine wichtige Rolle. Durch die unmittelbare räumliche Nähe der Tagesklinik zum Operationszentrum sind kurze Wegstrecken garantiert. Grundvoraussetzung für jede Operation sind das Fehlen einer schweren Herz- oder Nierenschwäche sowie eine gute Narkoseverträglichkeit. Neben der körperlichen Eignung ist es ganz wichtig, dass der soziale Hintergrund abgeklärt wird beim Patienten. Das heißt für uns, der Patient braucht sein soziales Umfeld zu Hause. Er braucht eine Begleitperson, die den Patienten abholt und ihn auch dann zu Hause betreuen kann. Im Anschluss an die Operation wird der Patient, sobald es sein Gesundheitszustand erlaubt, wieder auf die Tagesklinik zurückgebracht. Nach entsprechender Erholung beginnen dort bereits erste Schritte zur Mobilisierung, ehe der Patient das Klinikum am Abend wieder verlassen kann. Die weitere Rehabilitation kann danach bei einem niedergelassenen Arzt oder in einer klinischen Ambulanz absolviert werden.